Okay, liebe Leute, jetzt nicht gleich wegdrehen. Ich zeige euch jetzt ein Video. Ich habe schon richtig dumme Sachen gehört, dass Leute wegen Klopapier in ein Auto einbrochen sind. Aber oder Corona-Party ist auch komplett behindert für die Leute in den Zeiten. Und dann gibt es halt noch was. Da habe ich ein interessantes Video. Schulen, es werden Kinos werden geschlossen, Gaststätten stellen ihre Betriebe ein und so weiter und so fort. Das sind natürlich Ausnahmezustände, wo man schon vom Katastrophenzustand reden kann. Vielleicht sogar bald auch vom nationalen Notstand. Das liegt an der Bundesregierung. Aber es gibt noch was viel, viel Gefährlicheres. Was absolut Gefährlicheres als dieses Virus als solches. Und wisst ihr, was das ist? Ganz genau. Die fucking Dummheit der Menschen. Ja, was die Dummheit der Menschen. Das ist nämlich der Mensch. Der Mensch, der sich jetzt gerade hier in Deutschland bewegt. Also wir bleiben jetzt mal bei Deutschland oder in Deutschland. Es ist weltweit eigentlich ein Problem. Und zwar hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Das ist meine Atemschutzmaske. Das ist eine FFP2-Maske und diese FFP2-Maske, ja, soll mich schützen, damit ich mich nie anstecke. Diese Maske trage ich jetzt seit ungefähr 2 Wochen. Das liegt daran, und auch der Name von mir steht schon drinnen, das liegt einfach daran, weil es gar keine Masken mehr gibt. Warum das denn nicht? Wird es nicht mehr produziert? Ist das Virus daran schuld? Nein, nicht das Virus ist daran schuld, sondern der Mensch. Weil es Leute gibt, die in Krankenhäuser gehen und zum Beispiel von Kinderkrebsstationen Masken klauen, Händedesinfektionsmittel, Handschuhpakete, Schulerzieher und wir im Rettungsdienst kommen gar nicht mehr daher oder auch im Krankenhaus. Da, wo wirklich kranke Menschen sind, da werden die Sachen benötigt, nicht nur um uns zu schützen. Und die Leute sind wirklich so dumm und gehen in Krankenhäuser und stehlen die Desinfektionsmittel und die Masken. Aber ja. Ich trage diese auch, um Patienten zu schützen, Mann. Wenn ich die Mutschau-Patienten bei dir im Rettungswagen habe, HIV erkrankt, im Endstadium, der kann den sogar eine Erkältung umbringen. Dann schütze ich nicht nur mich vor dem HIV-Virus, sondern ich schütze insbesondere meinen Patienten. Das kann ich aber nicht, wenn ich auf sowas nicht mehr zurückgreifen kann. Und wenn ich auf sowas nicht mehr zurückgreifen kann, mich und meinen Patienten nicht mehr schützen kann, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. Und genau das ist das, das Gefährlichste an der momentanen Situation. Ist der Mensch denn abnormal? Sie laufen in Supermärkte, kaufen Scheiß aus Papier, Nudeln, Reis und so weiter. Die ganzen Veggie-Regale, die sind alle voll, damit kann auch rangehen, kann ja keiner von übernehmen. Nee, ist klar. Ja, das ist einfach richtig, echt. Alle stürzen sich auf die Reis, Nudeln, von mir aus Kartoffeln und keine die Bioprodukte, die teuren Sachen, das interessiert eh keinen. Die lassen ja alle Stände unnötig. Aber Nudeln und Reis, irgendwie aufkaufen da, die ganzen Läden leer machen. Von Krankenhausstationen sowas klauen, in Rettungswagen reingehen, um Handschuhe und Masken zu klauen. Sag mal, habt ihr einen Marmel oder was? Da kriegst du einen Blutdoktor. Wisst ihr eigentlich, was das zur Folge haben kann? Ja, ganz genau. Wir haben bald hier irgendwann den nationalen Notstand. Da fahren wir Panzer über die Straße, weil die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht mehr gewährleistet ist. Oder nicht mehr gewährleistet werden kann. Was ist ein Maurer ohne seine Kelle? Was ist ein Retter ohne sein Equipment im Rettungswagen, verdammt nochmal? Denkt doch mal nach, ihr behaltet euch momentan wie am 23.12. jedes Jahr. Oh mein Gott, morgen ist Heiligabend, warum hat mir das bloß keiner gesagt? Warum denn so eine Massenhysterie jetzt? Meine Güte nochmal, kauft euch Sachen ein für die nächsten 14 Tage und dann meidet einfach ein paar soziale Kontakte und gut ist, wenn's nicht unbedingt notwendig ist. Um die Ausbreitung zu verhindern. Weil das ist nämlich nur das einzige Ding, womit man den ganzen Scheiß Einhalt gebieten kann. Das ist das Problem bei der Geschichte. Kann man aber nicht, wenn sogar vielleicht retterweise keine Masken mehr haben, trotzdem ihren Job machen, sich selber anstecken, andere Patienten anstecken, Kollegen anstecken, ob jetzt zur Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Hilfsorganisation oder Pflegepersonal. Dann fallen nämlich genau diese Berufsgruppen aus, die momentan am dringendsten benötigt werden, Mann. Und ihr seid diejenigen, die als erstes rumschreien. Auf der einen Seite ins Krankenhaus laufen, alles klauen. Und dann ist das so, dass ihr das benutzt, wenn ihr trotzdem krank, weil ihr sogar zu dämlich seid, so eine Maske hier nicht aufzusetzen. Und dann ruft ihr den Rettungswagen. Mir geht das so schlecht. Ich glaube, ich muss sterben. Ja, tut uns leid, es kann keiner kommen, weil keiner mehr in der Lage ist. Oder selber alle Sicherheitskräfte erkrankt sind, oder was? Sag mal, merkt ihr noch mehr, oder was? Was ist eigentlich euer Scheißproblem? Hört auf mit dieser Hysterie. Das ist wesentlich gefährlicher als das Virus als solches. Wir können es nur bekämpfen, indem wir diesen ganzen Übertragungsweg eindämmen.
Weil wir haben nun mal nur begrenzte begrenztes Pflegepersonal. Ärzte, Retter. Und wenn das alles ausfällt, dann sind wir am Arsch. Also ziemlich am Arsch. Und so weiter. Alle aus der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es ist begrenzt. Und wenn dann mit solchen Sachen, wenn dann sowas klaut und Desinfektionsmittel alles weg ist, dann stecken sich genau diese Leute an. Und dann fahren wir den Panzer hier irgendwann über die Straße. Weil nämlich keiner mehr da ist, der helfen kann. Der bricht die Anarchie auf. Deutschland fängt es jetzt gerade an. Ja, das war das Video und die Leute klauen einfach teilweise wirklich auf Rettungswagen Handschuhe und Desinfektionsmittel. Es ist komplett dämlich, wenn ihr das Video unterstützt, ich finde es sehr inspirierend, weil einfach die Wahrheit sagt. Und okay, Klopapier stehlen ist noch was anderes, aber die Krankenhäuser mit den Masken aushaben, das ist einfach Bullshit. Auf jeden Fall, ja, das war's eigentlich schon wieder. Montag geht's normal weiter. Peace out.